muskulöser und der Mann in Rot. Keine Tiefschläge und es wird nicht gehalten. Check hands und Ecke. Mutsamiro Kakande, der stammt aus Uganda. Und der war schon Afrikameister. Der hat also schon echte Meriten zu bieten. Der Mann aus München gegen den Berliner in Blau, Paul Wall. Weil in der Rechtsauslage die linke seine Schlaghand. Stehen sich dann wieder leicht auf den Füßen. Das passiert eben sehr oft in dieser Situation. Und das bedeutet halt, dass jeder der beiden Boxer eine Seite offener hat. Aufpassen auf Tiefschläge an den Berliner. Nicht halten, nicht halten! Lässt sich noch nicht am Körper treffen. Es meldet zu. Aber das ist das, was Kakande immer wieder versucht. Und er treibt den Mann vor sich her, den Mann in Blau. Treffer zu setzen von Kakande, der natürlich etwas kleiner ist als sein Gegenüber. Der aber auch, jetzt haben wir es gesehen, mit der rechten Geraden treffen kann. Zuschauer sind zufrieden, weil hier mit Wucht und Kraft agiert wird. Watch his feet, work to the body, okay, work to the body, and the left is up, don't get confused. Do more hands, okay? Here, here. Very good, come on. Very good. Deep breath, come on. Okay? You have to be smart, okay? Klarer Treffer von Kakande. Startet für einen Verein namens Boxwerk München, den es erst 10 Jahre lang gibt. Wir haben gehört, dass sein Trainer ihm Englisch spricht mit dem Mann aus Uganda. Des Deutschen noch nicht mächtig und wie gesagt 2017, vor 2 Jahren, war er ja noch Afrikameister, also offenbar in der Heimat und Uganda
eine ehemalige britische Kolonie, hat eben als Zweitsprache das Englische. Paul Wall, der Berliner, versucht seinen Reichweitenvorteil auszunutzen, Distanz zu halten. Denn im Infight ist der Mann in Rot sicher der Bessere. Also eine typische Situation, der Angriffsboxer Kakande gegen den defensiveren Paul Wall in Berliner. Kakande zweimal durch, aber es sind eben auch viele Luftlöcher dabei. Wieder so eins, wo der Berliner rechtzeitig wegduckt. Also allein in den Zeitlupen lässt sich die Zuversicht der Berliner Ecke nicht erkennen. Aber sie haben eben auch zu Paul gesagt, zu Paul Wall in Blau, nicht einfach zurückgehen, muss schon auch zurückschlagen. Wie gesagt, der Angriffsboxer in Rot, davon darf man sich auch nicht täuschen lassen. Der macht natürlich mehr, versucht immer die Distanz zu überbrücken, kriegt jetzt aber zwei Hände zurück von Paul Wall. Und was das Punkten anbetrifft, da geht es nach jeder Runde um den Gesamteindruck, um die Qualität der Schläge, nicht um die Zahl der Treffer. Und in dieser Gewichtsklasse, da kann es dann auch schon mal zu Wirkungstreffern kommen. Also, dass mal ein Kämpfer angezählt wird. Kakande
verschenkt hier keine Sekunde. Aber er kassiert eben immer mal wieder bei seinen ungestümen Angriffen. Der Mann aus Uganda überraschen. Kann man kaum stoppen. Rutsamero Kagande. Die letzten 10 Sekunden trifft er den Berliner nochmal. Knifflige Sache, beide reißen die Arme hoch. Aber wer hat hier gewonnen? Das ist jetzt die Frage. Die Berliner Ecke hat keinen Zweifel. Und hier sehen wir vielleicht warum. Es sind dann doch die klaren Treffer, die Qualität der Schläge. Und hier ist der Teil, einstimmiger Sieger nach Punkten. Blaue Ecke, Paul Weil, Berlin. Und die Punktrichter waren klar und deutlich. Wir hören ein paar Buhrufe. Denn so klar war die Sache nicht. Kakande muss mit dieser Niederlage nach Hause fahren.